Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Input der Gemeinde Life Unlimited. Ich bin Miriam. Ich weiß nicht, wie gut du Jesus kennst oder ob du ihn kennst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du zumindest mal gehört hast, dass wir Christen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Also ist es Fakt, dass Jesus auch an einem bestimmten Zeitpunkt erstmal verstorben war. Nun, Jesus war Mensch, Jesus hatte Freunde, Jesus hatte Nachfolger, sogenannte Jünger. Und diese Jünger waren nicht unbedingt glücklich darüber, als Jesus ihnen angekündigt hatte, dass er wusste, dass er, der Sohn Gottes, bald sterben müsse. Das war Jesus klar. Und irgendwie wollte er das seinen Brüdern, seinen Jüngern auch erklären und sich irgendwie auch von ihnen verabschieden. Deshalb kann man vielleicht nachvollziehen, dass die Freunde Jesu bzw. seine Jünger nicht unbedingt glücklich waren darüber, dass Jesu ihnen ankündigte, dass er irgendwann eben ja in den Himmel müsse. Dementsprechend kann man sich echt vorstellen, auch in der heutigen Zeit, dass sich große Traurigkeit unter den Jüngern ausgebreitet hat. Und da versuchte Jesus zu trösten. Woher ich das weiß? Nun ja, es steht in der Bibel. In Johannes 14 lese ich, der Herr tröstet seine Jünger, Jesus Christus, der einzige Weg zum Vater. Euer Herz erschrecke nicht, sagt Jesus. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es zu euch nicht gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte dort zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr. Und ihr kennt den Weg. In diesen Versen steckt unglaublich viel Trost. Jesus spricht von Wohnungen, die er vorbereitet. Nun ja, Wohnungen, die er vorbereitet. Das bedeutet, er hat uns, so glauben wir Christen, im Himmel bei seinem Vater bereits einen Platz reserviert. Ja, genau, für jeden Einzelnen von uns. Schon bewegend, oder? Wenn man denkt, für jeden Einzelnen, der ihn als Herrn und Erlöser annimmt, bereitet Jesus im Himmel eine Stätte vor. Das heißt, er richtet quasi eine Wohnung für dich persönlich ein und nicht nur irgendwie so ein Nebenraum oder eine Besenkammer. Nein, für jeden Einzelnen von uns, genau für dich, richtet er eine Stätte im Himmel ein. Ja, weil er genau auf dich, wirklich auf dich wartet. Klingt alles ein bisschen abstrakt und komisch und vielleicht gar nicht so verständlich. Aber Jesus ist gestorben, damit wir Leben haben und es im Überfluss haben. Allerdings ist ja Jesus auch auferstanden und so glauben wir auch als Christen, dass er nach seiner Auferstehung, als er wieder auf Erden war, zurück in den Himmel hinaufgefahren ist und dann eben diese Wohnung für uns bereitet. Und so möchte ich dir heute mitgeben als Ermutigung, als Trost, als Kräftigung, egal, wenn du mal traurig bist, wenn du dich nutzlos fühlst, vielleicht sogar heimatlos oder innerlich nicht zur Ruhe kommst, rastlos bist, ständig im Arbeitsalltag oder Familienalltag nie zur Ruhe kommst, einfach innerlich nicht zur Ruhe kommst, möchte dir Jesus heute sagen, komm zu mir, mein Freund, mein Kind, ich hab für dich eine Wohnung, ich hab für dich Ruhe bereitet. Ja, in dieser Wohnung hast du Ruhe, kannst du dich zurückziehen, kannst du sein, wer du willst,
Wirklich für dich, ganz besonders für dich, so wie es dir recht ist, hat Jesus eine Wohnung bereitet. Unglaublich kraftvoll. Jesus wartet also in dieser Wohnung, in dieser himmlischen Wohnung, nur auf dich. Komm zu ihm, so wie du bist. Das ist nicht einfach so ein Spruch, sondern geh mit deinen Sorgen, deinen Ängsten, deinen Nöten, deiner Traurigkeit, deinen Problemen, egal was du mitbringst, zu Jesus. Fühl dich hier bei ihm wie zu Hause. Sei zu Hause bei Jesus Christus. Das ist das, denke ich, was in dieser Bibelstelle Jesus zu dir sagen will. Komm zu der Wohnung, die Jesus Christus für dich vorbereitet hat. Klingt eigenartig, ja. Und eine Himmelsleiter, die in eine himmlische Wohnung zu Jesus Christus führt, gibt's nicht, ich weiß. Aber das ist es. Genau Gottes Wort, die Bibel. Die kann dir dazu verhelfen, indem du sie liest, studierst, einfach über das Wort nachdenkst, zu Jesus zu kommen. Denn die Bibel ist das Wort Gottes und die Bibel sagt dir unglaublich viel, was Gott, was Jesus für dich will. Er will, dass du zu ihm kommst, zur Ruhe kommst, in seine Wohnung kommst, dass dein Herz zur Ruhe kommt, in seine Wohnung, in seine Hände, wo du sein kannst, wie du wirklich bist. In diesem Sinne wünsche ich dir echt einen kraftvollen Tag und lass dich ermutigen. Jesus wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Er freut sich auf dich. Hab einen schönen Tag. Bis zu einem nächsten Info der Gemeinde Life Unlimited, weil das Leben mehr ist.